DVD-MV, ich hab DVD-MV, ich hab DVD-MV auf den Computer eingestellt. DVD-MV, ich seh DVD-MV. Am Sonntag, da mach ich an, weil ich nicht anders kann, denn die neue Wocheninfo läuft dann. DVD-MV, ich hab DVD-MV, ich hab DVD-MV auf den Computer eingestellt. DVD-MV, ich seh DVD-MV. Herzlich willkommen zur 481. Ausgabe der Wocheninfo des Remscheider Fernsehen Tele-DMW. Ich habe die Breaking News für Sie aus Remscheid und Solingen. Die gehen diesmal bis zum 25. August 2024 und haben folgende Themen. Ungewünschte Boxveranstaltung beim Feuerwehrfest. Polizei nahm betrunkenen Autofahrer den Führerschein nicht weg. Große Umgewöhnung am Friedrich-Ebert-Platz. Massenmörder schlitzt 3 Personen zu Tode. Außerdem noch die Verkehrsmeldungen. Im Studio hat vor Ihnen Platz genommen Ihr Herr Westkamp. Meine Damen und Herren, aus gegebenen Anlass schauen wir zuerst heute ins Bergische Land, zu unseren Nachbarn nach Solingen. Denn dort ist was Grausames passiert. Es gab eine 650-Jahr-Feier der Stadt und ein Verrückter nimmt ein Messer und sticht gezielt Menschen in den Hals. 3 Menschen sind tot. Dann haut er ab und entkommt. Und keiner hat ihn gefunden. Das war der alte Stand. Ich lese Ihnen den alten Stand mal vor. Dann wissen Sie genau, was los ist. Und danach sage ich Ihnen mal, was das Update so sagt. Ja? Ein Messermörder schlitzt 3 Personen auf. Und zwar zu Tode. In Solingen sind am Freitag, dem 23. August 2024, gegen 21.30 Uhr bei einer Messerattacke 3 Menschen ums Leben gekommen. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Die Polizei schließt ein terroristisches Motiv nicht aus, was bisher bekannt ist. Die Tat ereignete sich auf einem gut besuchten Marktplatz in der Innenstadt. Auf ihm war für die Feier zum 650. Stadtgeburtstag eine Bühne aufgebaut. Die Tat ereignete sich direkt vor der Bühne. Dem Angreifer gelang es im Tumult und in der sich anfangs ausbreitenden Panik zu entkommen. Einsatzkräfte fahnden mit einem Großaufgebot nach ihm. Er ist noch immer nicht gefasst. 3 Besucher des Stadtfestes wurden bei der Attacke getötet. 8 verletzt. Mehrere von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine 56-jährige Frau sowie 2 Männer im Alter von 67 und 56 Jahren. Die Polizei hat bislang keine Beschreibung des Täters veröffentlicht. Demnach liegt derzeit noch kein zuzuordnendes Bildmaterial vom Täter vor. Auch das Motiv des Flüchtigen ist unklar. Der Täter sei zielgerecht vorgegangen und habe auf den Hals der Opfer eingestochen, hieß es von den Ermittlern. Er hatte seine Opfer nicht gezielt ausgesucht. Die Behörden schließen nicht aus, dass es sich um ein terroristisches Motiv handelt. Der Anfangsverdacht eines terroristischen Hintergrundes ergibt sich laut Staatsanwaltschaft daraus, dass kein anderes Motiv ersichtlich sei. Die Opfer hätten in keiner Beziehung zueinander gestanden. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst nannte die Tat einen Akt des Terrors. Das ZDF berichtet ohne Nennung von Quellen, dass sich Hinweise verdichten würden, dass man es mit einer politisch motivierten Tat zu tun habe. Die Polizei geht bisher von einem Einzeltäter aus. Bereits festgenommen wurde ein 15 Jahre alter Jugendlicher, den die Polizei aber nicht für den Täter hält. Nach Zeugenaussagen sollte eine bisher nicht bekannte Person kurz vor der Tat mit dem Jugendlichen über
Sichten gesprochen haben, die zur Tatausführung passen würden. Ob diese Personen der Täter sei, wisse man nicht. Mehrere Messer wurden bei Durchsuchungen beschlagnahmt und werden nun untersucht. Ob es sich bei einem von ihnen um die Tatwaffe handelt, ist bislang unklar. Und jetzt kommen wir zu dem Update. Der Täter ist gefasst, er hat sich selber gestellt. Es handelt sich um einen 32-jährigen Syrer und er wurde verhaftet im Flüchtlingsheim. Die anderen beiden werden sie wohl wieder freilassen müssen. Gott sei Dank sind sie gefasst worden. Ist er gefasst worden und die anderen beiden, würde ich sagen, sind ja dann nicht die Täter, die müssen sie natürlich wieder freilassen. Ganz schön viel los in Solingen. Bei einem Feuerwehrfest gab es eine unerwünschte Boxveranstaltung. Im Rahmen eines Einsatzes bei einem Feuerwehrfest in Bergisch Born wegen eines Körperverletzungsdeliktes kam es zu Widerstandshandlungen. Die Beamten wurden am 24.08.24 gegen 2.40 Uhr zu einem Einsatz wegen einer Körperverletzung gerufen, bei der ein 26-jähriger Remscheider einen 35-jährigen aus Rehrde von Wald geschlagen haben soll. Während der Anzeigenaufnahme ging schon die zweite Runde im Nahbereich mit neuen Teilnehmern los. Die Zuschauer sollten schließlich nicht zu lange warten. Eine weitere Körperverletzung gab es natürlich. Und die wurde dort geboten. Und als die Beamten einschritten, leistete ein junger Mann im 21-jährigen Alter Widerstand und beleidigte die Beamten fortlaufend. Er wurde ebenso in Gewahrsam genommen wie vier weitere Personen, die ihren Platzverweisen nicht nachgekommen sind. Der Friedrich-Eber-Platz, auch Busbahnhof in Remscheid genannt, wird seit grausamer Zeit umgebaut und jetzt beginnt die vierte Bauphase. Und jetzt müssen Sie sich nochmal ordentlich umgewöhnen. Was da genau los ist, werde ich Ihnen jetzt erzählen. Am ersten Schultag nach den Sommerferien, am 21. August, ging los, begann bei der Großbaustelle am Friedrich-Eber-Platz der vierte Bauabschnitt. Nachdem der Tiefbau im nördlichen Bereich abgeschlossen ist, sowie bereichsübergreifend Leitungen verlegt wurden, wandert die Baustelle weiter nach Süden. Dadurch ändert sich seit dem 21. August die Verkehrsführung. Für den Verkehr gibt es wieder auf der Elberfelder Straße zwei Fahrstreifen pro Richtung. Zusätzlich nehmen die beiden Ampeln ihre vollständige Funktion auf und ärgern die Autofahrer. Fußgängerinnen und Fußgänger können dann die Fußgängerampel vor dem Ämterhaus nutzen und gesichert über die Konrad-Adenauer-Straße und anschließend die Elberfelder Straße queren. Die beiden neuen Ampeln sichern insbesondere den Schulweg der Schüler. Die Busse werden den bereits fertiggestellten nördlichen Teil des Busbahnhofs nutzen und dort ihre Haltestellen haben. An der nördlichen Kante werden dann die bereits final fertiggestellten Bussteige angefahren. An der südlichen Kante werden in Teilen provisorisch eingerichtete Bussteige angefahren. Die provisorischen Wartehallen wurden umgesetzt, wodurch vorübergehend weniger Sitzplatz und Unterstellkapazitäten vorhanden sein werden. Die endgültigen Fahrgastunterstände im nördlichen Teil werden bereits voll ausgestattet und nutzbar sein. Ein Geländer trennt den Busbahnhof von der Elberfelder Straße ab. Das ist auch neu, sind sie auch ganz stolz drauf. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie fahren mit ordentlich Promille durch die Stadt, werden von der Polizei erwischt, müssen pusten und geben den Führerschein nicht ab. Das ist ein Ding. Hat's gegeben! Denn die Polizei nahm einem betrunkenen Autofahrer den Führerschein nicht weg. Wegen seiner auffälligen Fahrweise wurde am Donnerstag, dem 22. August 24 gegen 1.15 Uhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Köln von der Polizei kontrolliert. Er fuhr zuvor die Westhausener Straße in Richtung Innenstadt mit hoher Geschwindigkeit.
Wie sich herausstellte, hatte er Alkohol und sogar auch Drogen konsumiert. Während der Verkehrskontrolle leistete er Widerstand, bei dem sich zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen zuzogen. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er nicht abgeben. Er hatte gar keinen. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren. Jeden Dienstagmorgen holt das Ordnungsamt den Radaböllerwagen rein zum Batterieaufladen. Jeden Mittwochmorgen sind die vor uns auf der Flucht. Die wollen den neu verstecken. Aber wir sind auf der Spur. Wir wollen schließlich wissen, wo er ist. Und die Zuschauer erst recht. Leider gewinnt manchmal das Ordnungsamt das Spielchen. Und wir kriegen nicht raus, wo er ist. Schuld zum Beispiel ist eine dumme Ampel. Sollten Sie wissen, wo dieser Wagen hingekommen ist, dann rufen Sie unsere Hotline an unter folgender Nummer. Ich wurde geblitzt, so ein Mist, doch ich weiß, wo der Radarwagen ist. Ich wähle dann, weil ich kann, die Verkehrsredaktion schnell an. Nein, Ziele läuft, 1-1-1-4-4-4. Wenn wir die Taxifahrer nicht hätten, wüssten wir gar nichts mehr, glaube ich. Wir haben die Radarbollerwagen unheimlich gesucht und nicht gefunden, aber die Taxifahrer wussten mal wieder alles. Einer steht auf der Struckerstraße 40A, ist der Wagen 986, der steht seit dem 22. August da. Und auf der Ronsdorfer Straße 63 ist der Wagen 750, er wurde wieder gut geschmückt mit einem Tier. Er steht da seit dem 21.08.24. Und ich glaube, der Kindergarten in der Nähe, der freut sich unheimlich immer, wenn der da steht. Und dann tun die immer schöne Tiere, Stofftiere drauf. Muss ich sagen, nicht schlecht. Aber etwas schlechter ist das, was Sie gleich sehen werden. Denn in Remscheid gibt's Chaos an manchen Stellen. Oder Sie müssen höllisch aufpassen. Ja, die Wanderbaustelle an der Klarenbach ist noch da. Hier auf der Ronsdorfer Straße steht alles still. Und die Wanderbaustelle befindet sich zurzeit an der Einfahrt Farnbracken. Und hier befindet sich noch ein kleiner Hügel. Wir spekulieren, dass hier eine Badewanne eingesetzt wird. Es wird eine wunderbare Freiluftbadewanne bestimmt da reinkommen. Und wir haben ein neues Freibad in Remscheid. Das andere wird ja gerade umgebaut. Aber Spaß beiseite. Da vorne steht sie, die Baustellenampel. Die sorgt für Stau, besonders im Berufsverkehr. Planen Sie hier etwas mehr Zeit ein. Wollen Sie nach der Goldenbergkurve schnell über die Remscher Straße nach Nüttringhausen fahren? Da gibt es jetzt Kontaktschleifen. Und zwar vor der Schule Goldenberg. Hier ist auch ein Starrenkasten installiert worden, den man besser sehen kann durch diese tolle Deutschlandfahne. Also dort, wo die Deutschlandfahne ist, bitte vorsichtig fahren. Hier ist von 7 bis 21 Uhr Tempo 30. Vieringhausen eine Baustellenampel, die sorgt mächtig für Ärger und für riesigen Rückstau. Wer meint, über die Stockterstraße hier reinfahren zu müssen, der wird genauso im Stau stehen und verzweifelt sein. Werktags ab 6.30 Uhr geht es los. Dann läuft hier nicht mehr viel, dann kriecht hier alles nur noch oder steht alles still. Wer schwache Nerven hat oder es eilig hat, soll diese Straße am besten gar nicht nutzen, denn die ist unbrauchbar für Autofahrer, die bergab wollen. Und auch von Solingen aus ist das gleiche Spiel zu sehen. Hier ist eine Schlange, die geht schon bis nach dem Lidl hier. Und wenn es noch weiter geht, dann erreicht sie sogar die Kreuzung an der Hüttenstraße. Die Leute, die aus der Hüttenstraße raus wollen, stehen natürlich auch fest. Die Ampel hält uns nicht auf. Wir wollen sehen, wie weit das noch darüber geht. Ich kann Ihnen nur sagen, umfahren Sie das ganze Spiel über die Königstraße, über den Fürberg und dann ab ins Morsbachtal. Fahren Sie nicht hierher, schonen Sie Ihre Nerven. Die stehen hier tatsächlich bis zur Totaltankstelle. Und irgendwann wird die Kreuzung Amtsgericht auch betroffen sein. Auf der Freiheitsstraße gibt es jetzt einen Angriff auf Ihren Führerschein. Sie sollen tatsächlich nachts von 22 bis 6 Uhr wegen Lärmschutz Tempo 30 einhalten. Das packen die meisten nicht. Die Baufirma in der Hardenbach hat unheimlich auf der Ronsdorfer Straße
Mist gebaut. Sie hinterlässt die Baustelle fürchterlich. Wenn Sie nachts hierher fahren, bitte Vorsicht, höchstens Tempo 20. Hier sind Schlaglöcher und Fräskanten. Es könnte ganz laut knallen in Ihrem Auto, wenn Sie hier drüber fahren. Sie könnten sich die Achse natürlich kaputt machen. Und natürlich auch die Stoßdämpfer. Also Vorsicht auf der Ronsdorfer Straße, fahren Sie langsam. Genau in der Mitte zwischen den Fahrbahnen sind die schrecklichen Stellen, die jedes Auto zur Verzweiflung bringen und natürlich auch den Autofahrer. Das wird hoffentlich noch repariert. So kann man das nicht hinterlassen. Die Stadt Remscheid müsste mal so richtig den Bauarbeitern auf die Finger klopfen. Das geht nicht. Radfahrer werden sich ganz schön wehtun. Und auch vor allem Motorrad- oder Mofa-Fahrer. Das kann man nicht so hinterlassen. Also bitte Vorsicht auf der Ronsdorfer Straße, Fräskanten und Schlaglöcher, soweit das Auge reicht. Und das waren die Nachrichten. Aber jetzt ist noch lange nicht Feierabend, denn jetzt werden erstmal die Zuschauer für die gute Einschaltquote belohnt. Es gibt heute noch den Film der Woche. Wir waren im Tierheim. Es gibt die Pannenkiste, es gibt den Spruch der Woche natürlich auch und natürlich die heiß ersehnte Werbung, Eigenwerbung wohlgemerkt. Aber bevor ich mich jetzt ganz verabschieden muss, werde ich nochmal unsere neuen Zuschauer begrüßen, die wegen der Solinger Meldung uns erstmalig angeklickt haben. Schönen Dank, dass Sie vorbeigeschaut haben und es wäre schön, wenn Sie uns abonnieren würden. Würden wir uns sehr drüber freuen. An alle, nächste Woche komme ich wieder mit der nächsten Wocheninfo. Immer sonntags, wisst ihr ja. Bis dahin sage ich tschüss, tschüss, tschüss. Ich kann nicht warten. Hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Tele DMW. Ich wusste immer schon Remscheid. Remscheid weiß Bescheid. Remscheider Fernsehen. Guckst du? Tele DMW. Mit dem Dirk Michael Westkamp. Suchen Sie ruhig mal auf YouTube nach Tele DMW. Ach, stopp, ist ja alles falsch. Warum übst du denn nicht? Warum hast du denn die ganze Woche wieder nicht geübt? Ja, ich habe die ganze Woche Tele DMW geguckt. Ach, da ist natürlich ein Grund. Ja, weiter so. Sehr gut. Schöne Grüße von der Theo für die Zuschauer von der Tele DMW aus den Niederlanden. Tschüss. Hallo, ich bin der Tom und grüße alle sehr vom Remscheider Fernsehen. Kennen Sie schon den 21 Uhr Single-Chat von TeleDMW? Ganz einfach, gehen Sie auf teledmw.de, auf unsere Homepage, klicken Sie dort drauf, wo die Chatregeln sind und schon sind Sie dabei, aber es gibt Leute, denen ist es einfach peinlich. Also wenn die Person noch einmal schreibt, dass ich süß bin, dann qualmt aber die Tastatur. Und ich kriege wahrscheinlich eine rote Birne. Und die ist nicht aus dem Scheinwerfer. Hey Leute, hier ist euer Benedikt. Ich hab Tele DMW abonniert, falls mir gefällt. Und heute gibt's um was ganz Besonderes. Es geht um Tele DMW. Dirk Michael Westkamp. Guter Mann. Mag ich. Abonniert. Tele DMW.
einfach genial, dass es dich gibt. Heute sind wir mal im Remscheider Tierheim an der Schwelmerstraße, was 2011 eigentlich zumachen soll. Ich hoffe nicht. Die Empfangschef, zwei Hunde warten schon auf uns im Büro. Dann gibt es übrigens noch eine Cafeteria, wo keine Tiere sind. Die ist auch recht gemütlich. Und wir haben hier noch einen Trödelladen. Hier steht die Frau Börchers und die verkauft Trödel. Und von dem Reinerlös wird natürlich den Tieren geholfen. Wir wollen uns mal ein wenig umsehen. Zunächst geht's mal ins Katzenhaus. Hier wird gespült, und zwar Fressnäpfe. Die werden gespült. Hier gibt es eine ganze Menge Fressnäpfe. Und hinein kommt natürlich das Leckerchen für die Katzen. Stapelweise Katzenfutter in einem extra Zimmer. Die Katzen sind auch in gewissen Zimmern, die man Katzenhaus nennt. Und davon gibt es 6 Stück. Eine Türklingel gibt es nicht, aber schöne Fotos von den Gästen, die in dem Zimmer sind. Und natürlich auch eine Warnung. Und hier sind sie, eure Lieblinge. Miau, miau, da sind wir ja schon do. Die lieben Katzen freuen sich, wenn sie vorbeikommen. Es gibt auch ehrenamtliche Katzenkrauler. Da kann man sich für bewerben, das kostet nichts. Sie können eigentlich die Katzen dann stundenlang vormittags streicheln. Da gibt es einige, die das auch wirklich regelmäßig machen, und sie freuen sich darüber. Was zu essen gibt es selbstverständlich auch. Jeder hat seinen Fressnapf, versteht sich. Und natürlich gibt es auch was zu trinken. Wasser oder Milch ist im Angebot. Und danach, wenn es oben rein muss, muss es auch unten wieder raus. Das Katzenklo wird täglich gesäubert. Jetzt kommen wir in den etwas gefährlicheren Bereich, in den Hundebereich. Hier sind die ganzen Zwinger. Es gibt eine ganze Menge davon. Auf der rechten Seite ist das Hasenhaus. Und lesen Sie sich doch erstmal die Warnung vor. Bitte gehen Sie nicht zu nah an die Zwinger. Die Hunde haben sonst Angst. Der lässt sich hier übrigens von nichts beeindrucken, außer seinem leckeren Knochen. Er hat keine Angst. Er unterhält sich hier mit seinem Nachbarn. Und der Nachbar gibt natürlich auch Antwort. Und der Nachbar hat auch vor Besuch ganz schön Angst und zieht sich immer etwas mehr zurück. Die Hunde können allerdings auch ins Haus gehen, wann sie wollen. Hier wird einer wahnsinnig, er möchte doch gerne spazieren gehen. Und er hat Glück, er darf auf die Spielwiese. Jeder Hund bekommt am Tag eine Stunde Auslauf. Das ist garantiert. Und hier sind noch mehr Zwinger. Und da finden wir jemanden, der uns ganz liebevoll anschaut. Der Hund ist aber allerdings nicht so liebevoll. Sie lernen jetzt mal, was es heißt: große Schnauze und nichts dahinter. Hilfe, ich habe Angst, ich muss mich verstecken. Ich tu doch nur so, ich bin doch gar nicht so böse. Schauen wir uns mal im Zimmer eines Hundes um. Hier hängt eine Wolldecke an der Decke und eine Licht auf dem Boden. Jeder Hund hat seine eigene Wolldecke und deshalb gibt es ein Zimmer, wo nur Wolldecken deponiert werden. Und die müssen natürlich auch gewaschen werden und deshalb gibt es auch ein Zimmer, wo den ganzen Tag gewaschen wird. 5 Waschmaschinen haben wir da gezählt. Und sie laufen und laufen und laufen. Ein Hund hat sogar in seinem Zimmer ein eigenes Bett. Da haben wir natürlich tierisch gestaunt. Jetzt interessiert uns mal, was so ein Hund eigentlich zu fressen kriegt. Natürlich das übliche Trockenfutter, leckeres Hundefutter. Und wenn es eine Delikatesse sein soll, gibt es mal einen leckeren Knochen. Und sie werden auch warm bekocht auf einem Herd, wo es auch teilweise Nudeln gibt. Und es gibt auch einen Operationssaal. Die Lampe hat man bei eBay ersteigert. Der Tierarzt kommt also zum Tierheim hin. Die müssen also nicht mit dem Auto zum Tierarzt fahren. Das ist doch praktisch.
Und hier ist das Dorf der Kaninchen. Es gibt auch eine Pferde- und Ziegenweide. Und dort werden sie herzlichst begrüßt. Sobald man sie entdeckt, kommen alle zu ihnen hingerannt. Doch bald soll es das nicht mehr geben, denn die Stadt Remscheid kann sich die 45.000 Euro jährlich nicht mehr leisten. Ach, er ist lieb. Er ist lieb, ne? Spinner. Hast du dich in Dreck rumgesuhlt? Hast du dich in Dreck rumgesuhlt? Hör auf, an meine Jacke zu knabbern, du Joy. Ich bin hier auf der Pferdekoppel im Tierheim Remscheid und neben mir steht die Heimleitung, die Katja Müller. Und ich habe mal eine Frage, was kostet so ein Tier, wenn man eins haben will? Gibt man die umsonst ab oder gibt es da eine Gebühr, sagen wir mal für Katzen, Hunde? Ja, wir haben also eine sogenannte Schutzgebühr, die sehr variiert. Also das fängt bei, sage ich jetzt mal, beispielsweise 3 Euro für ein Mäuschen oder ein Gerbil an, bis über Kaninchen, je nachdem, geimpft, kastriert, 35 oder 45 Euro. Bei den Hunden ist es ähnlich, die sind alle geimpft, je nach Größe gechippt, eventuell kastriert. Und wenn die Hunde kastriert sind, kosten die 240 Euro, unkastriert 180. Also das ist eine ganz große Bandbreite. Eine Katze kostet? Hauskatzen kosten geimpft und kastriert 90 Euro. Ja. Und bei Rassekatzen hebt sich das so ein klein wenig an. Mhm. Wie viele Mitarbeiter sind hier? Neun Mitarbeiter. Also 3, 4 Festangestellte, alle ehrenamtlich oder wie läuft das hier? Nein, wir haben momentan haben wir 2 Auszubildende, mhm. 2 Vollzeitkräfte und der Rest sind Halbtagskräfte. Mhm. Ein guter Kunde von euch ist wahrscheinlich die Polizei, die bringt oft Tiere vorbei. Kommt das oft vor im Jahr oder im Monat? Ja, das kommt relativ oft vor. Das ist dann nicht nur die Polizei, sondern auch oft die Feuerwehr oder halt über Privatpersonen kommen hier viele Fundtiere rein, Hunde, Katzen. Sind das die meisten Tiere, die hier reinkommen über diese Quelle? Ja, das würde ich mal. Also bei Hunden nicht, aber bei Katzen auf jeden Fall. Also Fundhunde haben ja Gott sei Dank, wenn die als Fundtiere hier reinkommen, werden die Gott sei Dank oft wieder an Besitzer vermittelt oder gehen wieder zurück an den Besitzer. Und bei Katzen ist es leider nicht so oft der Fall. So bleiben also alle Kosten an uns hängen. Die müssen ja tierärztlich untersucht werden, die müssen geimpft werden, die müssen kastriert werden. Die pflegerischen Kosten, Energiekosten, Futterkosten und das summiert sich natürlich. Ihr habt eine ganze Menge Tiere, wie ich sehe. Katzen, Hunde, Pferde, Ziegen, was noch nicht alles und auch Ratten, glaube ich. Ne? Ja. Das ist ja ein ganz schöner Aufwand. Also hier ist rund um die Uhr Arbeit. Ne? Und die Zuschauer dürfen auch zu Besuch kommen. Ihr habt Besuchszeiten, wann sind die? Also wir haben geöffnet täglich von 15 bis 17 Uhr, außer Mittwochs, da haben wir geschlossen. Und donnerstags haben wir von 15 bis 18 Uhr geöffnet, damit die Berufstätigen auch mal die Möglichkeit haben, das Tierheim zu besuchen. Jetzt schreiben die Zeitungen, das Tierheim macht nächstes Jahr zu. Ist das wirklich so? Das wäre traurig. Selbstverständlich. Das Problem ist halt der große Kostenaufwand. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Stadt Remscheid an allen Ecken sparen muss, ja, und das Tierheim da wohl mit einbegriffen ist, gehen wir davon aus, dass die ausgehandelten Verträge sich zu unseren zum negativen ändern werden und insofern sind das für uns natürlich auch Einsparungen, die wir womöglich nicht tragen können. Wo kommen die ganzen Tiere dann hin? Nachbarstadt? Rein theoretisch könnten die Behörden die Tiere auf die umliegenden Tierheime verteilen. Mhm. Es ist nur so, dass das Remscheider Tierheim ist hier das größte Tierheim. Das nächstgrößte ist erst in Leverkusen, das ist deutlich größer als wir, aber Solingen, Wuppertal und Wermeskirchen. Von denen nehme ich hier teilweise Tiere auf, weil die keinen Platz haben. Insofern wird das Problem sicherlich so nicht gelöst werden können. Es wird eng, holt ein paar Tiere hier raus. Ich bedanke mich bei Ihnen. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Danke. So. Also, wir haben festgestellt, dass jeden Montag der Radarwagen, der mobile, fiese Wagen, auf der Freiheitsstraße hin und her geschoben wird und einen neuen, anderen Platz findet. Uns ist aufgefallen, dass jeden Montag der mobile Radarwagen auf der Freiheitsstraße verschoben wird. Diesmal haben sie ihn Richtung Amtsgericht geschoben.
Und zwar ganz genau an der Stelle, wo eine Hauswand ist. Wir haben festgestellt, dass jeden Montag der Radarwagen, der neue mobile Radarwagen, diese Knipskiste, jeden Montag, verschoben wird in ein anderes Versteck. Jetzt steht das Ding am Hauptbahnhof nicht, sondern... Jeden Montag, so haben wir festgestellt, wird mobile Radarwagen... Jeden Montag passiert's. Wir haben es so festgestellt und bemerkt, dass der mobile... Tele DMW, Spaß, Power, Kanal. Und hier bin ich wieder von der belgischen Küste. Hier gibt es den Spruch der Woche zum Sendeschluss, der von der Nordsee natürlich wieder beantwortet wird. Er lautet heute: Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Dazu die Nordsee. Sie hat was zu sagen. Doch nicht mit Wasser! Weil er wahrscheinlich Mundgeruch hat oder Löcher in den Zähnen. Aha! Weißt du was? Halt's Maul! Bin doch kein Zahnarzt! Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMW. Bis nächste Woche. Und die Redaktion geht an.